Hallo und herzlich willkommen auf Tony Outdoor Gear. Im heutigen Video werde ich euch eine neue Powerstation von der Firma AllPowers S2000 Pro vorstellen. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Hier seht ihr den Lieferumfang, was bei dieser AllPowers S2000 Pro dabei ist. Wir haben hier einmal das hier. Hier sind unsere Bedienungsanleitung und Garantiecard. Hier seht ihr den QR-Code. Hier die Serie, was die ganze Palette, was Firma AllPowers anbietet. Also recht groß und zu sehr guten Preisen. Diese Powerstation wurde mir zur Verfügung gestellt von der Firma AllPowers für dieses Video. Deswegen werde ich hier Werbung einblenden. Hier haben wir QR-Code für die Facebook-Seite Community von der Firma AllPowers. Hier haben wir die Garantiekarte. Dann haben wir hier die Bedienungsanleitung und zwar von dieser Portable Powerstation Modell S2000 Pro. Wir haben S2000 Pro Version 3.0, also das neuere Modell. Hier haben wir die Bedienungsanleitung einmal auf Englisch. Wir schauen uns, in welchen Sprachen wir das alles hier haben. Hier ist nochmal auf Englisch. Ich blättere mal rüber zur nächsten Sprache. Hier ist Chinesisch oder Japanisch. So, nun haben wir hier auf Deutsch, wir haben AllPowers, Portable Powerstation Modell S2000 Pro. Und ihr könnt hier jederzeit Pause drauf drücken. Hier haben wir den Inhaltsverzeichnis. Hier die Sicherheitswarnungen und hier haben wir die Spezifikationen, die werde ich Ihnen nachher sagen. Wir haben hier Angabe von 13 Kilo Nettogewicht. Dann schauen wir mal weiter. Hier sind die Eingänge, also was wir quasi an Eingangleistung haben, Ausgangleistung. Also diese Powerstation ist außergewöhnlich und zwar wir haben hier Solarladeeingang von 1000 Watt, also das ist enorm. Dann haben wir AC-Ladung von 1500 Watt, ist auch richtig spitze und Autoladegeräte unterstützt 12 Volt bis 24 Volt DC. Hier sind die AC-Ausgänge, die werde ich euch nachher alle durchsagen. Wir haben einen Lithium-Batterie-Akku und hier seht ihr die Umgebungstemperatur von 0 bis 40 Grad, Ladetemperatur, Entladetemperatur von minus 10 bis plus 40 und Lagertemperatur, also wie man sie lagern kann, von minus 20 bis plus 40 und Betriebsfeuchtigkeitsbereich von 10 bis 90%. Hier haben wir die CE-Zertifizierungen, hier haben wir das Benutzerhandbuch, Produktdetails, Display und was die Icons bedeuten. Hier haben wir den AC-Input, also ihr könnt ja jederzeit Pause drauf drücken. Hier haben wir die Abkürzungen, was bedeutet hier, wie man sie anschließen tut, wie man sie über Solar lädt. Also wie gesagt, hier haben wir eine Spitzenleistung von 1000 Watt, also das ist echt enorm. Hier die Möglichkeit, Geräte zu versorgen. Hier haben wir die App, die werde ich euch nachher zeigen. Und hier die Bluetooth-Verbindung, wie man die herstellt, kann ich euch nachher auch zeigen. Hier, wie die App aussieht. Hier haben wir die FAQs. Fehlerbehebung, Fehlercodes, was bedeutet, zum Beispiel E102, Ladeschutz bei niedriger Temperatur. Dann haben wir hier Lieferumfang, die Powerstation selber, AC-Ladekabel, Bedienungsanleitung und hier kurze Erklärung, Kontakt. Und hier schon die nächste Sprache. Das war Bedienungsanleitung von dieser Powerstation. Und dann schauen wir uns kurz gleich den restlichen Lieferumfang. Hier ist der Rest von diesem Lieferumfang, die Powerstation selber. Dann haben wir hier eine Tasche mit Kabel. Wie immer bei AllPowers sehr ordentlich. Die Tasche ist super verarbeitet. Ich finde das richtig gut. Man kann die Sachen nicht vergessen, nicht verlieren. Schauen wir uns mal kurz an, was dabei ist. So, wir haben einmal das Ladegerät fürs Auto, quasi XT60 auf 12 oder 24 Volt, richtig gut, also Qualität von Kabel richtig gut. Dann haben wir das,
diesen Kaltsteckerkabel AC, um AC aufzuladen. Und hier haben wir diese enorme Ladeleistung von 1500 Watt, die wir hier laden können. Finde ich richtig top. Das hier ist dabei. Und was mir sehr gut gefällt, da ist nochmal so eine Tasche. Die zeige ich euch gleich. Also das hier ist dabei. Und dann haben wir hier so eine Tasche. Das finde ich richtig gut. Also das gefällt mir echt top. Die Tasche sieht so aus. Ich packe sie kurz ein und zeige euch wieder. So sieht die Aufbewahrungstasche. Finde ich richtig gut. Also das Teil gefällt mir richtig gut. Hier ist vielleicht wichtig zu erwähnen, ihr dürft die Powerstation nicht betreiben, wenn sie in dieser Tasche ist, sonst kommt es zu Schäden oder zu Brand. Da müsst ihr aufpassen. Es müssen die Schlitze zu Lüfter frei sein. Also das ist nur, um sie aufzubewahren. Nicht, also man darf sie nicht da drinnen betreiben. Benutzt sie bitte so, wie das in der Bedienungsanleitung drinnen steht. Hier haben wir Klett. Also finde ich top Lösung. Das gefällt mir äußerst gut. Vor allem, wenn es zum Beispiel im Camper oder im Zelt ist, damit sie einfach vom Staub oder so geschützt ist. So, jetzt schauen wir uns weiter die Powerstation an. So sieht die Powerstation aus. Wir haben hier 4x AC, reine Sinuswelle, 230 Volt, 2400 Watt konstant und glaube Spitze haben wir sogar bis zu 4000 Watt. Also enorme Leistung, muss ich sagen, richtig gut. Also diese All Powers S2000 Pro, tagbare Powerstation mit 1500 Wattstunden und eine Leistung von 2400 Watt konstant und Spitze bis zu 4000. Reine Sinuswelle gefällt mir äußerst gut. Wir werden schauen, ob wir hier reine Sinuswelle haben. Dann werden wir uns nachher die restlichen Daten anschauen. Hier ist es halt wichtig, dass wir die Powerstation über AC aufladen können. Von 0 auf 100 in 1,5 Stunden, quasi über Wechselstrom oder Solarlade. Leistung. Wir haben 1000 Watt maximal MPPT Solarladeeingang und wir haben 5 Lademöglichkeiten AC, Solar, Auto, Generator, Dual, AC plus Solar. Wir haben 15 Millisekunden Anbindung an das Stromnetz, also das heißt 24 Stunden, 7 Stunden stromfreie Unterbrechung, USV-Funktion, quasi stromfreie Unterbrechung von 15 Millisekunden, das finde ich top. Ich benutze schon eine Powerstation für stromfreie Unterbrechung bei mir im Haus, sind meine Überwachungskamera und Internet angeschlossen, damit quasi bei Stromausfall trotzdem alles überwacht ist. Die Batteriekapazität beträgt 1451 Wattstunden, Arbeitstemperatur ist von minus 20 bis plus 40, Aufladetemperatur ist von 0 bis 50 Grad und wir haben ein 4 AC-Ausgänge, 2400 Watt Spitze, konstant und 4000 Watt Spitze, reine Sinuswelle. Dann haben wir hier DC 12 Volt mit 10 Ampere Zigarettenanschluss. Hier haben wir die DC Buchse Zigarettenanschluss. Dann haben wir hier USB Typ C 2x je 100 Watt. Dann haben wir USB Typ A 12 Watt, 12 Watt, also zweimal. Und dann haben wir USB Typ A zweimal mit je 18 Watt, also 4 USB Typ A Anschlüsse, zweimal USB Typ C Anschlüsse. Insgesamt 6 USB Anschlüsse. Wir haben recht großes Display. Display selber gefällt mir äußerst gut. Ich hoffe, ihr könnt es hier gut sehen. Wir haben Input in Watt, Output in Watt, wie lange die Powerstation noch bleiben würde, also wie lange sie noch erhalten tut. Hier haben wir den XT60 Anschluss, wo wir sie bis zu 1000 Watt reinbuttern können in die Powerstation. Also finde ich recht ordentlich, also richtig tolle Leistung, was die All Powers hier hergestellt hat. Hier haben wir nochmal die Funktionen. AC Anschluss sind hier eingeschaltet, DC Anschluss. Wenn wir hier länger drauf bleiben, dann können wir sie über Bluetooth aktivieren. Jetzt ist Bluetooth-Zeichen hier drauf. Hier haben wir ordentliche Griffe, also hier kann man richtig zupacken, die ist nicht so schwer, finde ich von dem Design her recht gut gelungen. Unten haben wir Gummifüße, könnt ihr auch sehen. Und hier haben wir die Angaben zu dieser Powerstation. Wie gesagt, hier haben wir die Gummifüße, finde ich richtig gut gemacht.
Von der Seite sieht sie so aus und hinten sieht sie dann so aus. Hier haben wir den AC-Eingang und da haben wir zwischen 220, 240 Volt, 50 bis 60 Hertz. Da können wir 1500 Watt aufladen über den AC. Und hier haben wir nochmal die Seite. Und wie gesagt, vom Design her wirklich gut. Und wir werden sie jetzt kurz testen und schauen, ob wir reine Sinuswelle haben. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt hier mir folgen. Wir haben 229 Volt. Jetzt schauen wir, ob wir hier eine reine Sinuswelle haben. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier reine Sinuswelle. Finde ich richtig gut. Und hier seht ihr, da haben wir 49,6 Hertz, also 50 Hertz passt, die Angaben passen gut. Hier seht ihr, wie wir unsere Verbraucher mit Strom versorgen können. Zum Beispiel, wir können so Stirnlampen, LED-Lampen über USB Typ A versorgen, Smartphones über USB Typ A oder C, je nachdem, was euer Smartphone unterstützt. Oder wenn ihr hier seht, ich lade gerade mein Tablet. Ich hoffe, man kann es erkennen mit ca. 12 Watt oder 15 Watt. Schwankt zwischen 14 und 15 Watt über Typ C, also da geht sogar 100 Watt raus. Nur die Geräte, die das auch unterstützen, können auch damit versorgt werden. Also hier kann ich mit 15 Watt laden, also richtig toll. Wenn ihr ein Mac habt oder sowas, könnt ihr den quasi über diesen Typ PD Typ C versorgen. Und dann müsst ihr nicht mal den Wechselrichter hier aktivieren und somit bleibt die Akkukapazität deutlich länger erhalten. Dann können wir hier zum Beispiel, wenn ihr sehen könnt, hier lade ich meinen Laptop über diesen AC-Ausgang, also funktioniert alles tahtlos, habt ihr vorher gesehen, wir haben reine Sinuswelle, richtig gut. Und jetzt werden wir uns mal ein paar größere Verbraucher anschauen. So, nun kommen wir zum nächsten Test und zwar, wir werden den Toaster benutzen, der braucht ca. 800 Watt und schauen, ob es funktioniert. So, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich habe es eingeschaltet, wir werden es sehen, ob es klappt. Wir brauchen ca. 853 Watt. Jetzt schauen wir mal, ob es klappt. Ich gehe davon aus, ohne Probleme. Jetzt wird schon recht heiß. So, wie ihr sehen könnt, das hat funktioniert. Super Leistung. So, nun sind wir zum nächsten Test gekommen. Jetzt werden wir einen Wasserkocher testen und schauen, ob der auch funktioniert. Der braucht ca. 2000 Watt. Jetzt werden wir schauen, ob es funktioniert und schalten es gleich. Und wie ihr sehen könnt hier, wir verbrauchen jetzt ca. 1843 Watt. Hier müsst ihr achten, wenn es fertig ist, dann springt es hoch. Ihr habt ja gesehen, das Ding ist nach oben gesprungen. Fertig, toll. So, hier seht ihr jetzt nun den nächsten Test. Wir werden versuchen, zwei Schwabschichi zu braten in Verbindung mit so einem Kochfeld und AllPowers S2000 Pro. Wir sehen uns das Ergebnis gleich. So, wie ihr sehen könnt, Chwapchichi sind fertig, also das hat richtig gut funktioniert. Hier gibt es dicken Daumen nach oben für AllPowers S2000 Pro. Hier ist der nächste Test. Hier seht ihr 65 Zoll Fernseher von Samsung, wird von Strom, also quasi versorgt mit Strom von der AllPowers S2000 Pro.
Und das funktioniert sehr gut. Wir verbrauchen ca. 70 Watt und könnten so ca. 10 Stunden oder beziehungsweise 11 Stunden betreiben. Also circa 11 Stunden könnten wir das so betreiben, einfach spitze. Ich finde, diese Power Station hat eine tolle Leistung und vom Preis her auch ziemlich gut. Jetzt sind wir zum nächsten Test gekommen, und zwar wir werden schauen, ob die Kaffeemaschine funktioniert von De'Longhi. Wir verbrauchen knapp 1400 Watt. Jetzt lassen wir uns ein Espresso. So, der Vorgang läuft schon, also sollte gar kein Problem sein. Wir verbrauchen knapp 1400 Watt, 1415. Und Ausgabe läuft schon. Also funktioniert ohne Probleme. Jeder, der Camper hat oder Hütte, kann es damit bedienen. So, nun sind wir zum nächsten Test gekommen, und jetzt werden wir sie versuchen zum Aufladen, oder jetzt werden wir sie aufladen über AC. Ich schalte AC an und schauen, was passiert. Input. Ich hoffe, ihr könnt es gut verfolgen. Wir sind jetzt schon bei 220. Knappe 300 Watt. Ich tue ein bisschen zoomen, dann könnt ihr es besser verfolgen. Wir sind momentan bei knappe 500 Watt und es klettert nach oben. Also wie gesagt, hier können wir bis zu 1500 Watt laden. Jetzt geht ein Ventilator kurz an und der ist ziemlich leise. Wir werden das mal testen mit meiner Apple Watch. So, jetzt sind wir bei 1100. Jetzt ist der Ventilator etwas lauter. Also wir sind bei ca. 46, 45 Dezibel bei 1500 Watt Ladeleistung. Also muss ich sagen, top, top Wert, also richtig gut, einfach spitze hier, 1517 Watt, und wir sind von 49 in Prozent in ungefähr 47 Minuten wieder auf 100%, einfach toll. So, ich lade jetzt gerade über Solar mit knappe 28 Watt. Das Wetter ist schlecht, es regnet, ich habe keine Sonne, nichts, aber ich habe schon mit der Solartasche von All Powers, die blende ich euch jetzt kurz ein, schon mit 400 Watt geladen. Momentan lade ich mit 32 Watt. Wie gesagt, es ist bewölkt und es regnet. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und trotzdem 35 Watt. Also ich muss sagen, die Solartasche von All Powers ist echt spitze. Also jetzt bin ich schon bei knappe 40 Watt. Also mit Solar geht deutlich was. Man hört es, es regnet sogar. So, nun zeige ich euch, wie das mit der App funktioniert. Wir gehen quasi in die App von All Powers. Wenn wir sie installiert haben, man muss sich hier anmelden. Und dann man geht hier einfach auf Plus. Wichtig ist hier, dass in dem Display das Bluetooth-Zeichen ist. Falls es nicht vorhanden ist, dann müsst ihr ein bisschen länger drauf bleiben. Jetzt ist es bei mir weg, und wenn ich jetzt hier wieder länger drauf bleibe, ein paar Sekunden, dann piepst es, jetzt kommt die Bestätigung, es ist da. Jetzt gehe ich einfach hier auf Plus und sage nächster Schritt. Und er hat schon die AP 2000 Pro Version 2.0 gefunden. Ich klicke sie an und wir sind schon da. Also es sind momentan die DC-Anschlüsse an, die tue ich jetzt deaktivieren. Eingang ist 1517 Watt, Ausgang ist 0. Was haben wir hier noch? Hier haben wir die Bezeichnung von der Power Station. Also wir können sie über Bluetooth steuern. Finde ich auch recht toll und gut gelöst.
Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen und die Tests, die ich hier durchgeführt habe, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte unten in die Kommentare. Lasst gerne einen Kommentar da, wie hat euch das Video gefallen. Und natürlich, wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich gerne abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Das kostet euch nichts und mir hilft es weiter voranzukommen. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken fürs Zuschauen und bei der Firma AllPowers für die Verfügungstellung dieser AllPowers S2000 Pro Powerstation. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ich wünsche euch was, euer Toni. Ciao.